Ich komme nicht raus. Die Hose. Das war mal ein komischer Anfang für dieses Video und damit darf ich euch recht herzlich willkommen heißen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video geht's ums Sägewerk. Mehr dazu gleich. Da steht das Sägewerk. Das müssen wir jetzt nochmal festspannen. Hier die Schrauben. Das sind nur Montageschrauben, damit man es dann unterwegs verfahren kann. Das ist mal ganz abgefahren, das Sägeband mal wieder zu sehen. Eieiei. Ja, ja. Dann machen wir da mal richtig fest dann, ne? Ja. Nehmen wir hier links und rechts richtig spannend. Ne? Philipp, das Sägeband, ja, das ist nicht gut, wenn du das hier am Schluss mit Karamba inspritzen. Da Ulla, wo ist ein freie Leib, ne? Du machst doch noch ab. Richtig, richtig cool. Ich habe heute wieder Unterstützung von meinem Vater bekommen. Der hat mir geholfen, dieses Sägewerk heute zu benutzen und vor allen Dingen nicht nur das, denn im vergangenen Video habe ich euch gezeigt, wie ich das Förderband benutze. Da bin ich auch ganz kurz auf das Sägewerk eingegangen. Das war alles an dem gleichen Tag, wo wir das eben heute abgefilmt haben. Und ganz wichtig, das sind Montageschrauben, um das Sägewerk vor Ort, wenn man angekommen ist, zu verfahren. Nicht auf öffentlichen Straßen, nicht, dass mich da jemand falsch versteht. So, wir sind jetzt angekommen. Jetzt wird das erstmal das Sägewerk klar gemacht und ich zeige euch mal das Holz, was wir heute schneiden. Hier ist ein ganz großer Haufen, da wird viel auch Brennholz werden und da unten drunter sind nämlich die etwas dickeren Stämme und darum geht es heute. Oh, ich habe da so schön zusammen gemacht. Bis es andersrum hinstelle, weil von der Linksseite kann man nur aufladen, das halt mir gerade auf. Viele Zeit schon wieder. Hier mal eine Kleinigkeit. Ihr seht, wie wir das Sägewerk hier so ganz entspannt rumschieben. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was du denkst, was das komplette Sägewerk inklusive Anhänger wiegen könnte. Schreib's gerne in die Kommentare. So, ich habe hier extra den Motor mit Elektrostarter gekauft und dieses Mal haben wir jetzt auch eine Batterie dran. Und jetzt probieren wir mal, ob es startet. Ja, super. Sau gut. Wie viel Spannung muss ich noch haben? So viel wie möglich, kurz bevor er runterspringt. So. Hier seht ihr übrigens noch ein zukünftiges Projekt. Das ist eine Abrichte, die ich tatsächlich erst letzte Woche fertig restauriert habe. Abonnier gerne den Kanal, wenn du das nicht verpassen willst. Das Ding ist ziemlich, ziemlich groß, grün und cool. So, hier kleiner Zeitsprung. Wir haben jetzt das Kettensägewerk benutzt. Das ist wie gesagt ein eigenes Video. Da haben wir jetzt 3 Gitterboxen Holz voll gemacht. Das war alles Brennholz. Das steht jetzt da und einmal da. Und jetzt haben wir nämlich hier diese Stämme freigelegt. Eine schöne Eiche, ganz viel Pappel, auch tatsächlich Silberpappel tatsächlich. Da müssen wir Leisten draus schneiden. Ich muss ganz hinfahren, ja. Achtung! Und stellen wir Radlader. Ja. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wie ihr diese Aufnahmen findet. Ich habe hier extra so ein Stativ. Tatsächlich, ja, man hält es mit dem Mund. Aber ich persönlich finde diese Optik echt super, super cool, denn ihr seht wirklich ganz genau das, was ich auch sehe. Und ich denke, gerade bei solchen Arbeiten ist das mal super interessant zu sehen, was ich so den ganzen Tag sehe. Gerade wenn man jetzt Holz nimmt, wenn man Holz schneidet, wie so die Optik oder wie das aussieht, wenn man hinter dem Sägewerk steht. Finde ich mega cool, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es euch auch gefällt. Passt, ne? Ja. Beste Antwort. Gradmache? Nee. Also by the way, Gradmache heißt übrigens, dass man vorne die Gabel einfach gerade stellt, damit man mich hier nicht falsch versteht. Und hier mal eine Kleinigkeit zu den Anschlägen. Ich habe mal da am Anfang, als ich das Teil gebaut habe, wirklich viel zu viele Gedanken gemacht und habe das Ganze gesehen, als wenn es eine normale Bandsäge wäre. Aber wir legen hier Stämme drauf, die halt auch teilweise 50 bis 100 Kilo wiegen. Deswegen ist das gar nicht so wichtig, dass man die extrem festzieht, weil die einfach so schwer sind, dass die gar nicht rumgedrückt werden. Jetzt bei diesen leichten Silberpappelstämmen ist das eine Ausnahme, aber bei größeren Stämmen ist es da gar nicht so wild.
Wobei 50 bis 100 Kilo haben wahrscheinlich die meisten Stämme. Ich meine, wenn sie deutlich schwerer werden. Das wird es auch in Zukunft bei weiteren Sägewerksvideos wird's das noch geben, denn da schneide ich mehrere Stämme nebeneinander. Das könnte vielleicht ganz cool werden, aber wie gesagt, das wird ein zukünftiges Video. Und so eine der größten Nachteile derzeit ist tatsächlich noch die Bandgeschwindigkeit. Ich glaube auch so ein bisschen, dass das der Grund ist, weswegen das komplette Sägewerk hier dann noch so ein bisschen wackelt, weil einfach die Zähne zu viel Belastung pro Zahn bekommen und deswegen das Ganze in Schwingung gerät. Und hier seht ihr dann so ein bisschen, wie wir es ein bisschen zu gut gemeint haben, denn da habe ich einfach so ein bisschen ausprobiert, was halt eben möglich ist mit dem Sägewerk. Ja, und dann habe ich gesehen, was nicht möglich ist, denn dann haben wir uns verfahren. Du hörst. Nicht schlimm. Und ihr glaubt gar nicht, was das für ein cooles Gefühl war, mit dem Hintergrundgedanken, dass ich da dran irgendwie ein Jahr dran gearbeitet habe, bis es halt eben jetzt so funktioniert. Bei den letzten Schnittversuchen haben wir auch nur sehr, sehr kurze Stämme schneiden können. Und bei langen Stämmen habe ich die ganze Zeit schon gedacht, vielleicht gibt es da Probleme, dass etwas rund ist oder wir eine Kurve schneiden. Aber es hat super gut funktioniert. Es ist zwar immer noch Silberpappel, was ein sehr weiches Holz ist, aber dennoch, das sind sehr, sehr gute Sägeergebnisse. Ja, und ja. Ich habe hier halt jetzt eben einfach Bretter, die ich benutzen kann. Die gleichen, gell? Und oder? Wie hast du denn nochmal die Zähne ausgeladen? Und dann haben wir ganz am Schluss noch einmal sowas wie einen Härtetest gemacht, denn wir haben hier ein richtig, richtig großes Stück Eschenholz genommen und haben das halt eben auch noch aufgetrennt. Das war relativ trocken, das heißt, dann wird es schon gleich ein bisschen anspruchsvoller für das Sägewerk und das war wirklich, wirklich groß. Also von Hand konnte man das hier wirklich nicht mehr bewegen. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, auch als es auf dem Sägewerk gelegen hat. Das heißt, wir haben jetzt hier ungefähr knapp 60 cm und hinten wurde es dann nochmal ein bisschen breiter wegen der Verästelung. Ich glaube manchmal, wenn man mich sowas benutzen sieht, denkt man, dass ich ziemlich grobmotorisch bin oder dass ich halt überhaupt kein Mitgefühl mit diesem Sägewerk hier habe. Aber das hier ist für mich ein Prototyp, den ich gebaut habe und ich bin ja der Erbauer und ich will auch jetzt wissen, wie viel das Ding kann. Deswegen sehe ich solche Holzstücke in dem Fall, weil es ja ein Sägewerk ist, auch wirklich als Test, was das Ding halt eben kann. Und dann drücke ich dann teilweise wirklich so fest mal rein, um zu sehen, was dann halt eben passiert. Einmal ist das Band kurz stehen geblieben als Beispiel, aber unterm Strich hat es eigentlich ganz gut funktioniert, außer dass halt eben alles ziemlich stark oben geschwanken hat. Hier sieht man es nochmal ganz gut, weil die Bandgeschwindigkeit noch viel zu langsam ist. Aber, das ist mir ganz wichtig, es ist ein Prototyp. Selbst wenn das Ding kaputt geht, dann kann ich es wieder flicken. Da habe ich aber herausgefunden, was da bei diesen Prototypen nicht gut gebaut war. Komm, Mr. Knall, willst du das Video beenden? Wunderschön. Brauch auch sowas. Wow, die Esche da, die war echt heavy, die war jetzt auch ganz trocken, die Bandgeschwindigkeit ist ja nicht hoch genug. Aber dafür war es okay, ne? Sag mal, drei schöne Bohlen, die auch schon ziemlich trocken sind sogar. So, das soll das Video für heute gewesen sein. Tschüss, ich glaube, ich schaue jetzt den Hitschlag.